Was machen wir heute? Wenn ich sage wir, das sehen Sie auf den Folien, geht es hier um vier Personen. Das bin einmal ich, dann noch Heinz Pampel, Laura Rothfritz und Christopher Camille, die insgesamt in diesem Projekt arbeiten und entsprechend auch die Projektergebnisse mit zu verantworten haben und sich natürlich auch freuen, wenn Sie die kommentieren, wenn Sie Rückmeldungen für uns haben dazu, was wir noch beachten sollten, wenn es um die Frage geht oder eben um den Punkt Open Access Repositorien in Bewegung, Herausforderungen und Potenziale für institutionelle Repositorien in Deutschland. Darum wird es also gehen, institutionelle Repositorien. Wir klammern hier die Fachrepositorien aus, können wir später nochmal drüber sprechen, warum das vielleicht für so ein Projekt sinnvoll ist. Ich sage Projekt. Das ist der Kontext. Wir wollen Repositorien kollaborativ erforschen und fördern. Das ist Teil einer BMBF-Richtlinie, die Sie nun vielleicht alle schon kennen. Wir sind noch bis August 2026 dabei, unser Projekt umzusetzen. Ich sage später noch mehr zu dem, was noch ansteht. Vielleicht aber zum Einstieg einmal kurz zum Hintergrund, wie sozusagen, worauf das Projekt aufbaut. Ganz generell, institutionelle Repositorien sind aus unserer Sicht und auch aus der Sicht vieler, die dazu forschen, Kerninfrastrukturen der Wissenschaft. Sie haben unterschiedliche Funktionen, das werden viele von Ihnen wissen. Es geht um die Nachweisfunktion, also bestimmte Dinge eben in Bibliografien zu erfassen. Es geht aktiv darum zu publizieren, also eine Publikationsfunktion. Es geht auch darum, Dinge zu überwachen, eine Monitoring-Funktion und so das Reporting und die Berichterstattung an Hochschulen oder Bibliotheken eben zu unterstützen. Sie sind dabei, und das sehen wir insbesondere in vielen Papern, die sich mit dem konzeptionellen Framing von Open Access und Open Science beschäftigen, ein Baustein für bibliodiverses, kollaboratives Vorgehen. Sie stehen zugleich vor vielen technischen und rechtlichen, organisatorischen Herausforderungen und sind eingebunden in diverse internationale Entwicklung und Vernetzungen. Wichtig in dem Zusammenhang ist immer die schon oft erwähnte Studie On the Current State and Future Directions for Open Repositories in Europe, wo es dann eben heißt, Zitat, transitioning repositories from isolated institutional services towards the vision of the next generation repository, whereby repositories are part of a distributed, globally networked infrastructure for scholarly communication. Was haben wir im Projekt gemacht und was zeige ich Ihnen heute? Wir haben zwei Dinge im Wesentlichen bislang abgeschlossen. Das eine ist eine Systematic Review. Wir sind hier für datenbankbasiert vorgegangen und haben entsprechend Literatur zusammengestellt und analysiert. Und zum zweiten eine Interviewstudie. Heute wird es hauptsächlich um diese Interviewstudie gehen, aus der ich Ihnen einige Ergebnisse mitgebracht habe. Beides, die Review und die Studie, werden im Laufe des Jahres zur Publikation eingereicht und dann hoffen wir, dass sie auch zeitnah erscheinen. Vielleicht kurz zur Systematic Review, wenn Sie das nicht kennen. Das ist eine sehr systematische Literaturerhebung und Zusammenstellung nach bestimmten Kriterien. Ich habe Ihnen einmal unser Flow-Diagramm mitgebracht. Das basiert auf der Prisma-Methode. Das ist jetzt sehr klein, das müssen Sie gar nicht im Detail lesen. Bekommen Sie dann in unserem Paper in entsprechender Auflösung zur Verfügung gestellt. Ganz generell die Beobachtung, die Teil oder aus dieser Systematic Review zu den Core Challenges for Institutional Repositories sich ergeben haben, ist einerseits, wohlgemerkt Beobachtungen, noch nicht Ergebnisse, institutionelle Repositorien sind entscheidender Bestandteil der Wissenschaftskommunikation. Die zentrale Herausforderung für institutionelle Repositorien sind die Content-Akquise und die Professionalisierungstendenzen, darauf gehe ich gleich nochmal ein. Der Großteil der Studien, die wir zusammengestellt haben, sind Nutzungsstudien und interne Evaluationen, also Dinge, die sich mit dem Repo innerhalb des Hauses beschäftigen. Und nicht zuletzt ist das Repo ein Phänomen, das in ganz unterschiedlichen institutionellen Arbeitsbereichen verankert ist, was eben bestimmte Herausforderungen da nochmal mit sich bringt. Ja? Belassen wir es dabei und springen dann jetzt weiter zu unseren Interviews. Ich kann Ihnen der Zeit bedingt nicht die komplette Interviewstudie vorstellen. Wie gesagt, das gibt es dann in einem Paper, das natürlich Open Access veröffentlicht wird. Mitgebracht habe ich Ihnen vier zentrale Herausforderungen für institutionelle Repositorien. Einmal entlang des Themengebiets FIS-CRIS, dann zum Bereich Forschungsdaten, dann Zweitveröffentlichungsrecht und schließlich Herausforderungen im Bereich Monitoring und Reporting. Wen haben wir uns angeschaut in der Interviewstudie? Darauf sozusagen basieren die Ergebnisse.
unterschiedliche Hochschultypen basierend auf einer DINI-Klassifikation. Das heißt hier Universitäten, Hochschulen, die Ressortforschung sowie außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Und im Anschluss dessen kann man auch direkt fragen, brauchen wir institutionelle Repositorien überhaupt noch, wenn wir mit großen Rahmenverträgen bei den wissenschaftlichen Verlagen ohnehin zu 80 oder 90% perspektivisch, vielleicht 95% Open Access publizieren? Welche Rolle spielt ein institutionelles Repo dann noch? Fragt einer unserer Expertinnen in einem der Interviews. Gehen wir dem mal ein Stück weit nach. Erstes großes Themengebiet, FIS-CRIS. Sie wissen das, ist wichtig, um Forschungsinformationen zu organisieren, wichtig für moderne digitalisierte Hochschulen, aber eben auch oft ein problembehafteter Komplex. Unsere Partner, unsere Interviewpartnerinnen haben uns zurückgemeldet, dass Publikationsdaten und weitere Forschungsinformationen sich sehr sinnvoll ergänzen können, beispielsweise innerhalb dieser verschiedenen Systeme, Repositorien und Forschungsinformationssysteme, die Hochschulen vorhalten. Dabei wurde mehrfach betont, dass komplementäre Systeme die Zusammenarbeit erleichtern. Also denken wir beispielsweise an DSpace für die Repositorien und an das DSpace CRIS-Modul, das darauf aufbaut und sozusagen diesen Austausch von Informationen deutlich erleichtern würde und entsprechend auch die Ablieferungspflichten, die an einer Hochschule bestehen. Große Herausforderung, die betont wurde, war die Systemvielfalt. Also wenn diese komplementären Systeme nicht existieren und eben die Insellösung, die viele Hochschulen gefunden haben. Das ist meistens basierend darauf, dass über Jahre oder Jahrzehnte eigene Systeme verwendet wurden, die dann auch nicht mehr so leicht gewechselt oder abgeschaltet werden können. Das heißt, da gibt es sozusagen einzigartige Modelle, die gut funktionieren an der einen Hochschule. Aber dann sozusagen zwischen den Hochschulen gibt es die ersten Probleme des Datenaustauschs. Nicht zuletzt Standards. Immer wieder betont, als großer, wichtiger Faktor, um die Zusammenarbeit zu gewährleisten. Zitat hier von einem unserer ExpertInnen: Ich glaube, am Kerndatensatz Forschung kommt man an einer deutschen Universität tatsächlich nicht vorbei und muss am Ende das Häkchen setzen, wir sind kompatibel dazu. Wichtiger Punkt. Springen wir mal weiter. Wir können in der Diskussion gerne nochmal zurückkommen zu den einzelnen Punkten. Sprechen Sie mich einfach an, dann springe ich nochmal in den Folien. Ein weiterer Komplex, der uns interessiert hat von vielen, ja, ein weiterer von den vier, die ich vorstelle, ist der Bereich Forschungsdaten. Wir sprechen ja von Textrepositorien, wenn wir über institutionelle Repositorien reden. Wie funktioniert die Zusammenarbeit mit Forschungsdatenrepositorien? Unsere Expertinnen melden uns zurück, dass die Zusammenarbeit ganz generell darauf beruht, dass man gegenseitig die jeweiligen Anforderungen kommuniziert. Es geht also nicht nur darum zu sagen, was die eine Seite will, sondern dass man in einem ständigen Austausch sich befinden muss. Das mag zunächst mal banal klingen, das wird aber in der Praxis, so sagt man uns, oft eben nicht praktiziert und würde das schon mal dazu beitragen, eine wesentliche Hürde in diesem Kommunikation zu überwinden. Spannenderweise wurde berichtet, dass das Zusammenspiel von Text- und Datenrepositorien technisch möglich ist und auch überaus wünschenswert ist, aber oft eben nicht stattfindet. Und unsere InterviewpartnerInnen wussten gar nicht so genau, warum. Das hat sich nicht unmittelbar erschlossen, obwohl sozusagen immer diverse Ideen existieren, wie man das sehr gut gestalten könnte, passiert es in der Praxis oftmals nicht. Wenn wir jetzt also darüber sprechen, wie das denn sonst gestaltet werden würde, wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass es ja Schnittstellen gäbe, dass auch bestimmte Standards vorhanden sind, aber eben dann doch noch oft händische Prüfung und Nachbearbeitung möglich ist. Und vielleicht kann man hier eine Verbindung ziehen. Das mag ein Grund sein, warum es dann doch in der Praxis oft nicht so funktioniert. Letztlich wurde immer wieder berichtet oder wurde oft darauf hingewiesen, dass Forschungsdaten natürlich in den Metadaten der jeweiligen Publikation referenziert werden sollten. Das kann man ganz einfach dadurch lösen. So sagte man uns, dass man es über Identifier macht. Aber auch hier die Rückfrage in Interviews kam auch mal wieder, warum passiert das nicht? Da wurde sozusagen keine eindeutige oder klare Antwort drauf gegeben. Es wäre also zu beobachten, da kommen wir gleich noch zu, wie wir auf diese mangelnde Zusammenarbeit oder sagen wir mal diese ausbaufähige Zusammenarbeit reagieren würden. Ein grundsätzliches Problem, so sagte uns eine Expertin, ein grundsätzliches Problem, was ich bei den Forschungsdaten sehe, ist, dass einfach gar nicht klar ist, wie ich mit Metadaten beschreibe da. Also das Forschungsobjekt, das da beschrieben werden soll, ist ja zum Teil noch nicht so standardisiert wie jetzt eine normale Veröffentlichung, vielleicht auch noch als ein Indiz dafür, warum hier noch nachgebessert werden sollte.
Kommen wir zum Themenkomplex Zweitveröffentlichungsrecht. Man hat uns mehrfach zurückgemeldet, dass große Haftungsvorbehalte seitens der Repositorien und Betreiber bestehen. Sprich, man übernimmt keine Haftung dafür, falls urheberrechtliche Fragen oder Urheberrechte verletzt werden. Ja, Sie kennen das, man muss bei Repositorien natürlich beim Upload angeben, dass alle Rechte vorliegen. Sollte das nicht passieren, wird in diesem Fall von den Hochschulen meist ausgeschlossen, dass hier in irgendeiner Form Haftung übernommen wird, gleichwohl eine Unterstützung bereitgestellt wird. Es wird von unseren Interviewpartnern und damit über Umwege eben von vielen dieser RepositorienbetreiberInnen wertgeschätzt, dass es verschiedenste Strategien und Policies seitens der Forschungsförderung gibt, um eben Repositorien besser zu machen. Wenn wir etwa an die Plan S-Prinzipien der Coalition S denken, also da wird eben gesagt, was sozusagen ein sinnvoller Repositorienstandard ist. Beziehungsweise es wird darauf hingewiesen, jetzt bin ich gerade verrutscht hier, da wird eben genau diesen Kontexten beispielsweise vom Plan S darauf hingewiesen, wie Zweitveröffentlichungsrecht stärker umgesetzt werden kann, wie man sich Rechte vorbehalten sollte, wie man beispielsweise die AutorInnen motiviert, stärker auf das Zweitveröffentlichungsrecht zu pochen. Zugleich wird gesagt, das Zweitveröffentlichungsrecht ist weiterhin stark reformbedürftig. Zitat hierzu: Ich mache das jetzt seit vielen Jahren und die Situation war besser vor der Veröffentlichung dieses sogenannten unabdingbaren Zweitveröffentlichungsrechts. Das ist ja wirklich nur so genannt, denn da hat ja die Verlagslobby alles reingeschrieben, also die praktische Nutzung davon schlichtweg unmöglich gemacht. Nicht zuletzt wurde darauf hingewiesen, und das hat aus personellen Ressourcen, das gründet sich auf personellen Ressourcenmangel, dass Publikations- und Rechteberatung vielfach nur oberflächlich möglich ist, aber natürlich gibt es diese Rechteberatung, Sie kennen das, an vielen Einrichtungen werden dazu Seminare oder auch Webinare angeboten. Ob das ausreicht, dahinter wurde ein großes Fragezeichen gesetzt. Ich komme schon zu unserem letzten Themenschwerpunkt, das ich Ihnen kurz vorstellen wollte, das Monitoring. Sie wissen das, für eine effiziente Verwaltung und auch Überwachung von Publikationen oder Publikationskosten braucht es eben effiziente Systeme und Standards. Das fordern eben die Hochschulleitungen genauso wie bestimmte FördermittelgeberInnen. Das heißt, hier können unserer Ansicht nach, oder danach haben wir gefragt, hier können Repositorien unterstützen. Dabei wurde zurückgemeldet in diesem Fragekonnex, wie können Sie da unterstützen, wo sehen Sie Ihre Rolle, dass auf der einen Seite sehr hohe Anforderungen an die Verfügungstellung von Daten existiert, aber zugleich wenig Hilfestellung. Das heißt, es wird eine sehr hohe Datenqualität erwartet, es gibt umfangreiche Vorgaben darüber, was abgeliefert werden soll, aber dann nicht besonders viele Guidelines oder Hilfestellungen dazu, wie man da rankommt oder was genau die einzelnen Kriterien hierfür sind. Zitat hierfür von einer unserer Expertinnen, also vielleicht kommen wir irgendwann mal als Community dahin, tatsächlich die Daten aus unserem System miteinander sprechen zu lassen und weiterzugeben, um den manuellen Aufwand abzubauen. Darüber wurde hinaus immer wieder angesprochen, dass Kostentransparenz mit den Systemen, die an den Hochschulen vorliegen, oft nicht zu realisieren sei. Das heißt, das, wo die Publikationskosten eingespeichert sind und die Systeme, die dem zugrunde liegen, passen oft nicht zu dem Transparenzerfordernis, das wir in vielen Repositorien haben und das eben dann sinnvoll an die Öffentlichkeit kommuniziert werden soll. Ganz grundsätzlich, und darauf verwies das Zitat auch, Standardisierung auch hier als ein großes Problem, wo sich eben Unterstützung gewünscht wird. Ich möchte quasi schließen, weil ich hoffe, dass wir gleich noch kurz drüber sprechen, mit einer Einladung an Sie und den Verweis, auf was wir noch vorhaben. Es gibt jetzt eine Reihe von Workshops. Es wird als Ergebnis dieser Workshops eine Handreichung geben, die sich mit diesen Themenkomplexen, die ich angesprochen habe, dann näher auseinandersetzen. Wir bereiten fürs nächste Jahr strategische Empfehlungen vor und wir sammeln stetig Stichworte für die Folgeforschung. Also auch das nochmal die ausdrückliche Einladung. Schreiben Sie mir eine E-Mail oder sprechen Sie mich an, wenn Sie Ideen haben, was wir in diesem Folgeforschungszusammenhang zu Repositorien noch weiter im Blick haben sollten. Ich werfe Ihnen jetzt auch nochmal die Daten für unsere Vernetzungsforen an die Wand. Einige haben sich schon angemeldet. Wir haben im November, Dezember und im Januar eben
aufbauend auf den Themen eigene Seminare, wo wir diese Themen vertiefen wollen und auf Grundlage dessen wir eben dann Handreichungen erstellen, um unterschiedliche von den Problemkomplexen dann hoffentlich zufriedenstellend zu lösen und zu der Professionalisierung, wie wir es im Antrag geschrieben haben, dann weiter beitragen können. Soweit von uns. Vielen Dank.